Damen und Herren, ich grüße Sie am heutigen Morgen hier im Mannemann-Saal der Europäischen Bibliothek für Homöopathie. Es geht also um das Thema Energie, aber einige Aspekte aus dem Thema Energie, was ja auch gestern Abend in der Podiumsdiskussion war. Ich habe keinen Teil, den wollte ich verfolgen. Und wenn man von Greenpeace Energie, der sich dann hier selbst vorstellen wird. Mein Name ist Hans-Werner Tote, ich bin ja ein bisschen lokal koloriert, komme also aus dieser Stadt und wünsche uns doch neue Aspekte und Gedanken und möglicherweise auch einige Fragen. Denn es geht ja offensichtlich ganz darum, dass wir also Energie als ein Teil, einen wichtigen Teil der öffentlichen und nachhaltigen Daseinsvorsorge begreifen. Das ist ja auch das Thema des Kongresses und da gibt es viele Zugänge und meine persönliche Meinung ist einfach, dass möglicherweise im Zuge der Energiewende dort viele Aspekte kommen können, weil sich doch viele, dort viele Bürgerinitiativen, Genossenschaften und ähnliche Dinge bilden. Man kann von der Seite möglicherweise manche Dinge leichter und konkreter fassen als in dem teilweise noch abstrakten Thema Geld. Aber beide Seiten sind wichtig. Ich freue mich auf Herrn Kaltenheim. Wir haben es also aus seiner Sicht zeigen wird oder sagen wird, wie Verbraucher sich möglicherweise da einbringen können. Danke. Noch viel schlechtere Umweltstandards als hier. Unterm Strich
Dann alles viel schlechter und das erreicht mit einer Energiewende. Das ist nur ein nettes Prinzip und hat faktisch den Folgen. Ein anderes Argument, interessanterweise vom E.ON-Chef Tyson, in einem Interview mit der Taz, erstmals richtig stark gespielt und wird seither immer wieder gebracht, die Energiewende geht zulasten der Hartz-IV-Empfänger. Er macht sich große Sorgen, dass in Deutschland Strom bezahlbar bleibt. Der E.ON-Chef, der mit seinen Atomkraftwerken 1 Million Reingewinn pro Tag macht und das natürlich einsteckt, macht sich Sorgen, dass Hartz-IV-Empfänger den Strom nicht mehr bezahlen können, weil die Energiewende zu höheren Kosten führt. Und das müssen wir bedenken. Aus dem Grund dürfen wir keine Energiewende machen. Kurz dazu, dieses Argument und auch das nächste, das kommt auch der Industriestadt noch. Das hat natürlich einen Kern, wo man sagt, jawohl, damit muss man sich in der Tat beschäftigen. Und man kann das jetzt nicht einfach vom Tisch wischen. Aber der Punkt ist, diese Probleme sind lösbar. Und was stört, ist, dass sie, also die konventionelle Energiewirtschaft, diese Argumente praktisch als Krüppel benutzt, um der Energiewende zu schaden. Also Beispiel Hartz-IV-Empfänger. Natürlich sollen die Hartz-IV-Empfänger nicht im Kalten sitzen müssen, sich nicht weiter den Strom leisten können, wie überhaupt jeder Mensch der Arbeit ist. Aber im Hartz-IV-Satz ist ein gewisser Bestandteil für Energiekosten angesetzt. Der ist einfach zu niedrig. Wenn die Stromkosten beispielsweise steigen, muss logischerweise der Hartz-IV-Satz angepasst werden. Das Argument der Natur, das war jetzt letzte Woche so groß in der Energiewende der Natur, war groß in der Welt. Titelseite, lange Artikel von Uli Kuhlke dazu. Da geht es um das, sagt man ja, Energiewende, das ist ja auch Einsatz der Bioenergie, von Biomasse. Die wiederum wird in industrieller Landwirtschaft erzeugt, Vermeisung der Landschaft, Agrarmonokulturen, großflächiger Einsatz von Spritzmitteln, Vögel sterben, Insekten sterben und so weiter und so fort. Dazu muss man sagen, jawohl. Wenn das so gemacht wird, ist das schlecht. Und das wollen wir nicht. Das ist nicht die Energiewende, die wir wollen. Aber jetzt zu sagen, diese Auswüchse, die es leider auch gibt durch Fehlförderung und die auch schwer zurückzuführen ist, weil nämlich dahinter oftmals eine versteckte Förderung der konventionellen Landwirtschaft sich verbirgt. Und also, dass man die Energiewende mit einem Auswuchs wie der Förderung gewisser Bioenergien verknüpft und dann sagt, damit ist alles schlecht. Das ist eben eines der beliebten Gegenargumente gegen die Energiewende. Man muss sagen, jawohl, Energiewende heißt, Energie auf umweltverträgliche, möglichst umweltschonende Weise zu erzeugen. Und natürlich kann man auch bei erneuerbaren Energien Schäden anrichten. Deswegen müssen auch diese umweltschonend und möglichst umweltverträglich angesetzt werden. Insbesondere bei Bioenergien muss man ganz strenge Grenzen setzen, damit wir eben keine Vermeisung der Landschaft haben. Das bedeutet unterm Strich, dass man nicht so viel machen kann, dass man nicht so viel verdienen kann, aber das ist dann eben so. Das ist eine Rahmenbedingung, die wir schon immer fordern von Greenpeace und die der Gesetzgeber fälschlicherweise anders jetzt gesetzt hat und jetzt wird dieses Argument natürlich schon gut. Tatsächlich ist es so, dass die Energiewende der konventionellen Energiewirtschaft Macht und Geld kostet. Und das ist der Grund, weshalb die dagegen sind. Jetzt hier nur mal eine Zahl. Jedes Prozent der Stromerzeugung in Deutschland, das nicht von konventionellen Energien oder jedes Prozent hat etwa einen Marktwert von 220 Millionen Euro. Und wenn wir nicht 4%, so wie gesagt haben, die können langfristig nicht mehr als 4%, heißt 96% für Atom- und Kohlekraftwerke. Für konventionelle Kraftwerke pro Jahr. Ja, pro Jahr. 220 Millionen Euro pro Jahr verdient man mit 1%. Also das ist jetzt kein Reingewinn, den ich in der Tasche habe, aber es hat den Marktwert. Ja, also wenn man einen Börsenpreis von
Und ich habe jetzt 40 Euro angesetzt für die Megawattstunde. Das umgerechnet, da kommt man auf 220 Millionen Euro. Und natürlich, wenn jetzt die erneuerbaren Energien ansteigen, und die erneuerbaren Energien gehören schlimmerweise großteils nicht in, aus deren Sicht großteils nicht den Konzernen, sondern zum Beispiel Ihnen, wenn Sie in einer Bürgergenossenschaft sind, dann verlieren die einfach Geld. Und, das, und es geht um Milliarden. Das muss man sich klar machen. Deswegen ist dieser Widerstand so groß. Wenn wir, Sie können sich ja, wir werden wahrscheinlich im Jahr 2020 50% aus erneuerbaren Energien haben. Wir könnten 60%, weil Sie schauen, wo wir landen. Aber 50 werden wir mit großer Sicherheit haben, wenn die Energiewende jetzt nicht ausgebremst wird. Das bedeutet, gegenüber heute 25 mal 220 Millionen, die nicht in die konventionelle Energiewirtschaft fließen. Sie können sich vorstellen, was das für Widerstände erzeugt. Man darf da auch nicht blauäugig sein. Nur weil die Energiewende der guten Sache dient und weil die natürlich alle Kreide gefressen haben und sagen, auch uns alles am Herzen, heißt das noch lange nicht, dass sie sagen, ja, da verdienen wir halt weniger, aber es ist ja für die gute Sache. Also so ist es halt leider nicht. Und das muss man sich klar machen. Es geht um einen Verteilungskampf und es wird mit harten Bandagen gekämpft. Deswegen gibt es auch diese gemeinen Argumente. Man kann sich wundern, wieso argumentieren die so unredlich. Ja, weil sie das machen wollen. Der Brems 2. Peter Altmaier. Ich nehme den jetzt hier symptomatisch für einen bestimmten Politikertyp. Auch weil er jetzt in letzter Zeit einschlägig auffällig geworden ist. Aber ich meine ihn jetzt gar nicht mal so sehr persönlich, sondern Energiewende ist spätestens seit Fukushima etwas, wo man praktisch keinen mehr im Parlament findet, der sagt, ich bin dagegen. Man weiß aber, dass noch ein halbes Jahr vorher eine Mehrheit für den Rücknahme des Atomausstiegs, sage ich mal jetzt mal kürz, war natürlich der richtige Atomausstieg, aber Rücknahme des rot-grünen Kompromisses zur Laufzeit von Atomkraftwerken gestimmt hat. Und selbst wenn man Angela Merkel abnimmt, was sie in einem Damaskus-Erlebnis hatte und von Saulus zum Paulus wurde und sagte, Atomkraft ist schlimm, habe ich jetzt erst gemerkt, und jetzt mache ich es anders, kann man mal davon ausgehen, dass den meisten das nicht so geht. Das heißt, die sind nach wie vor Gegner der erneuerbaren Energien und Anhänger der konventionellen Energien. Und dann gibt es so Leute, die sind so ein bisschen hin und her, also da sehe ich den Peter Altmaier. Also einerseits, schauen Sie sich das Bild an, ganz herzig mit dem Windrad und also er zeigt, erneuerbare Energien, die sind auch mir ganz wichtig. Ich finde es wichtig, ich habe sie, es ist eine Herzensangelegenheit und ich verknüpfe meine politische Karriere mit dem erneuerbaren Part Peter Altmaier. Andererseits macht er dann so etwas wie die Strompreisbremse. Die Strompreisbremse, da komme ich später noch dazu, sondern die Energiewende bremst. Und Angst vor anderthalb Wochen gemacht hat, ich nenne es mal verkürzt die Billionenlüge, zu sagen, der Ausbau der erneuerbaren Energien kostet uns 1 Billion Euro, deswegen müssen wir jetzt die Kosten begrenzen. Und die Zahlen seines eigenen Ministeriums belegen, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien für den Zeitraum Geld ist. Er sagt, 3 Jahre, die Satz kostet 1 Billion Euro, das ist nicht Geld kostet, sondern das ist Geld spart. Das ist eine dreiste Lüge, wenn man die Zahlen seines eigenen Ministeriums nimmt. Aber es geht darum, jetzt den Ausbau der erneuerbaren Energien über diese Argumente einzubringen. Haben wir das? Jetzt nicht nochmal ja, weil es gibt einige, die sind Hüttel der konventionellen Energiewirtschaft. Also Harz. Also Harz, ich jetzt zum Wirtschaftsminister machen würde, dann ist natürlich eine erneuerbare Energie. Und wenn Sie zum Beispiel einen Werner Müller unter Schröder sein Wirtschaftsminister machen, der kommt von E.ON, ist Wirtschaftsminister, nächstes an Evonik, zu Evonik einen weiteren Energiekonzern. Das in der konventionellen Energiewende, also die stehen auf der Payroll. Es gibt auch genügend, die erhoffen, zu Recht oder zu Unrecht, zum Beispiel bei Clemens zu Recht, erhoffen sich dann nochmal ein nettes Auskommen, wenn sie die Ja bekommen, indem sie in die Energiewirtschaft wechseln. Das ist ein ganz üblicher Pfad für Politiker, wo man Geld verdienen kann. Vom Landrat, der in den Stadtwerkkosten kriegt, bis zum Minister, wie Clemens, der den Aufsichtsrat der AWG ist. Weiterer Punkt ist, ja, das ist so, so eher so eine Altmaier-Debatte, dass man so eine optimistische Zustimmung macht, erneuerbare Energien, alles ganz toll und so, aber man merkt, da ist keine Überzeugung dahinter.
ersten Gegenargument gegen Erneuerbare, die man natürlich auch anführen kann, oder wenn man die Schwierigkeiten deutlich macht, die Aufgabe, die unsere Energiewirtschaft umzugestalten, sagt er, ja, wenn das so kompliziert ist, ja, dann lassen wir es vielleicht auch. Also die kippen sofort wieder um. Und was es eben auch gibt, das ist eine ideologische Ablehnung erneuerbarer Energien, weil zum Beispiel Atomkraft ein Bestandteil des konservativen Weltbildes ist. Und das darf man nicht unterschätzen. Ich hatte mit Mitgliedern der CDU-CSU-Bundestagsfraktion vor der letzten Bundestagswahl gesprochen, wo die gesagt haben, wir haben in so viele Brücken gewesen, die Veränderung des Familienlebens in der CDU, die Modernisierung. Wir wollen klar machen, wir sind eine konservative Partei und wir müssen irgendwo auch mal einen Strich in den Sand ziehen, nach dem Motto mit uns nicht. Und so kommt es dann, dass zum Beispiel eine Zustimmung zur Homo-Ehe gerechnet wird gegen eine Förderung der konventionellen Energien. Das liegt natürlich daran, das wissen Sie alle, wir haben Jahrzehnte einen Konflikt gehabt, Atomkraftgegner gegen Atomkraftbefürworter. Und das ist bei vielen eine Herzens- oder Glaubensangelegenheit, auf der einen wie auf der anderen Seite. Es gibt natürlich auch Argumente, aber es ist tiefer verankert, als es nur Argumente sind. Und gerade viele Konservative in der CDU haben so das Gefühl, sie erkennen ihre eigene CDU nicht wieder. Und die Laufzeitverlängerung von Merkel, die nie ein Freund der Laufzeitverlängerung war, weil sie zu rational ist, war ihrer eigenen Fraktion geschuldet, ihren eigenen Leuten, damit die sagen können, wir als CDU verbiegen uns nicht ganz bei Atomkraft, diesen ganzen erneuerbaren grünen Spinnerkram, da machen wir einen Schluss, das ist sowieso alles Quatsch, wir machen jetzt wieder, setzen wieder auf Atomkraft. Und das ist nach wie vor auch vorhanden. Die warten nur darauf, sagen zu können, erneuerbare Energien sind Quatsch und in Wirklichkeit muss das in die Hände von Fachleuten und große Kraftwerke versorgen und sicher und zuverlässig. Bitte schön. Ich wollte nur mal kurz zum Verständnis nachfragen. Wenn die Konservativen so verbunden sind mit der, zum Beispiel mit der Kernkraft, geht es darum, Verbundenheit mit dieser Technik, mit der Kernkraft oder in Verbundenheit mit den Mächten, die dahinter stehen? Ich weiß es natürlich nicht so genau. Also es ist ja bei jedem anders. Und bei einigen wird das vielleicht gar nicht zutreffen, bei anderen gibt es ein Mischungsverhältnis oder zum Teil liege ich auch völlig falsch. Das ist ja meine Interpretation. Ich habe das nur beobachtet, dass Zustimmung zu Atomkraft und Ablehnung dieses grünen Schnellpunkts, so wie Sie das fast irgendwie genau sagen können, was stört Sie denn an der Photovoltaikanlage? Das ist ein technisches Gerät, das aus sonstigen Strom macht. Was ist denn so schlimm daran? Was ist so schlimm daran, wenn Strom sauber produziert wird? Man nimmt den Strom und setzt ihn ein und die Glühbirne brennt oder die Leuchtstofflampe brennt nicht anders, ob der Strom aus einer Photovoltaikanlage oder aus einem Atomkraftwerk kommt. Die Verstrahlung der Landschaft ist zum Beispiel im Argument durch Windkraft. Ja, das war ja, hatte ich eben ja schon, dass man also sagt, es gibt Naturschutzargumente, die gegen die Energiewende an sich eingesetzt werden. Und da gibt es, und da ist oftmals auch etwas dran, sonst könnte man es vielleicht weglaufen. Also Verschwabelung ist ein Thema, ist auch ein wichtiges Thema, damit muss man umgehen. Genauso, ich hatte eben jetzt nur über Bioenergie gesprochen, es gibt auch bei den anderen erneuerbaren Energien, auch bei Wasserkraft, gibt es Problemfelder, mit denen muss man umgehen, ohne jetzt gleich zu sagen, na, haben wir ein Problem, gehen wir das ganze Projekt auf. Gehen wir weiter, denn die Frage wäre 3. Hier hat jetzt leider was nicht geklappt, was ich gerade noch machte, und zwar habe ich ein Foto von Ihnen gemacht. Und hat aber nicht mehr geklappt, das hier reinzubringen. Also hier müssen Sie sich jetzt ein Foto von sich selbst vorstellen. Das ist jetzt keine billige Schmeichelei, sondern das glaube ich wirklich. Denn Deutschland macht die Energiewende nur, weil sie für eine breite Mehrheit ein wichtiges Anliegen ist.
Also, dass wir jetzt eine, im Gegensatz zu allen Ländern, eine erleuchtende Schar von Politikern haben, die sagen, wir haben das eingesehen, wir machen das mal und wir treiben das voran, das würde ich für naiv halten. Die wissen, sie müssen am Ende des Tages gewählt werden, nicht am Ende des Tages, sondern am 22. September ist Wahl. Und es ist, Energiewende ist den meisten Deutschen ein wichtiges Anliegen. Also sind dafür und es ist ihnen wichtig. Und deswegen haben sie es auf der Agenda. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann geht es runter. Dann bleibt es natürlich trotzdem irgendwie wichtig, wie so die Bekämpfung des Hungers oder mehr Entwicklungshilfe oder Weltfrieden und so weiter und so fort, was dann immer in Sonntagsreden hervorgeholt wird und de facto wird nichts dafür getan. Auch eine gerechtere Weltwirtschaft. Also die Fälle kennen Sie alle, wo nur geredet wird und nichts getan wird. Dass bei Energiewende etwas getan wird und nicht nur geredet wird, liegt daran, dass seit Anfang der 70er Jahre, hier 1973, und dann flächendeckend in ganz Deutschland sich eine große Mehrheit für saubere Energie, gegen Atomkraft, auch gegen Kohle ausgesprochen hat. Und dass die Politiker wissen, wenn wir gewählt werden wollen, müssen wir darauf berücksichtigen. Es gibt natürlich als Folge, sind nicht nur alle Politiker, sind nicht einfach ihre Blätter, denen was eingeschrieben wird, dann machen die das. Als Folge dessen haben natürlich auch viele Politiker, denen das wichtig ist. Also, aber es hängt eben zusammen. Die Basis muss da sein, nur dann kommt es. Und die große Gefahr ist, dass durch die ganzen Gegenargumente, die jetzt kommen, die Mehrheit für die Energiewende verkürzt. Und sobald die weg ist, ist auch die Energiewende zusammen. Also ein RWE-Manager in der Diskussion hat mir vor 2 Monaten gesagt, wir akzeptieren, also ging es um, wollt ihr nicht in Wirklichkeit Atomkraftwerke weiter betreiben, sagte er. Nein, wir akzeptieren die gesellschaftliche Mehrheit, die einen Ausstieg aus der Atomkraft will. Er hat nicht gesagt, wir wollen die nicht weiter betreiben. Er sagt nur, sie akzeptieren die gesellschaftliche Mehrheit. Und natürlich arbeiten sie daran, mit vielen Methoden, die sie einsetzen, diese gesellschaftliche Mehrheit zu knacken. Die sagen jetzt natürlich, die sind nicht blöd, die sagen jetzt nicht, Atomkraft ist ja eigentlich doch ganz nett, sondern die sagen, Energiewende wird zu teuer, Energiewende hier ein Problem, da ein Problem, das ist alles unsicher und so weiter und so fort. Und die Alternative ist, wir haben doch diese Atomkraftwerke, lasst sie uns doch länger laufen, ist doch Verschwendung von Volksvermögen, die abzuschalten, wo wir sie doch schon mal da haben. Das ist die Strategie und deswegen ist es so wichtig, dass die Mehrheitsbasis erhalten bleibt. Und was alle anderen machen, also die EE heißt erneuerbare Energien, also diejenigen, die Anlagen bauen, die sie betreiben, von einer großen Betreiberfirma bis hin zum Bürgersolarpark, Ökostromversorger wie Kindis Energy und alle anderen, die etwas da machen und aktiv sind, die können natürlich nur agieren oder erfolgreich agieren, weil es diese Basis gibt. Also das ist ganz wichtig. Energiewende steht und fällt mit der Zustimmung in der Bevölkerung. Das können die Verbraucher beitragen, das war ja auch noch eine Frage. Ein wichtiger Punkt ist für mich Stellung beziehen für die Energiewende. Zumindest in der veröffentlichten Meinung, bis sogar in die Tatzen, also praktisch flächendeckend, hat es sich eingebürgert, so etwas seit 1,5 Jahren eine erneuerbare Energienwäsche zu schreiben. Erneuerbare Energien spielen gerade zu teuer, Abzocke und. Negativnachrichten in Verbindung mit erneuerbaren Energien. Die sind oftmals auch gerechtfertigt. Die sollen nicht unter Denkmalschutz gestellt werden, sondern natürlich müssen erneuerbare Energien sich dem Problem, die sie verursachen, stellen. Natürlich müssen die Mittel, die da eingesetzt werden, so effizient wie möglich eingebracht werden. Aber die Gefahr ist eben, dass im Kampf um eine möglichst effiziente Energiewende die Energiewende selbst aufhalten soll. Also stellen wir uns zu dem, was wir hier Politikern die Meinung zu wählen. Also, Tag am 22. September, Bundestagswahl. Ich schaue mir an, welche Partei steht für Energiewende, welche nicht und was in meine Wahlentscheidung einfließt. Und sagt das auch meine Antwort. Ein ganz kleiner Punkt ist so dieser Anti-AKW-Aufkleber oder andere. Ne? Man kann einfach so eine Stellung beziehen, aber wenn zum Beispiel ein Politiker rundgeht im Wahlkampf und sieht jetzt auf jeden Briefkasten einen Anti-AKW oder Aufkleber oder sonst etwas, das sieht er,
Und er weiß, es gibt sogar Positionen, die sind bei meiner Wählerschaft nicht populär. Und das hat seinen Einfluss. Dann natürlich den Anbieterwechsel. Ich hatte das gestern schon mal gesagt, auf der einen Seite für Energiewende zu sein, für erneuerbare Energien und auf der anderen Seite von RWE oder Vattenfall oder E.ON den Strom zu beziehen, das ist wie Vegetarier sein und beim Metzger einkaufen. Also irgendwie kommt es nicht zusammen. Dann ein weiterer Punkt ist jetzt hier mal Prosumer statt Consumer. Also steht ja oben im Titel mal schon, was können die Verbraucher machen? Das ist ja so, wir sind alle nur die Verbraucher, die anderen machen Energiewirtschaft und wir sind Verbraucher. Die können genauso auch Produzenten werden, hier von der Prosumer. Indem wir entweder eigene Anlagen installieren, sofern wir das leisten können, indem wir uns beteiligen an Bürgerwindparks, also gemeinsam mit anderen Anlagen betreiben, oder aber auch indem wir zum Beispiel Anteile erzeugen. Also ich weiß es nicht, bei Greenpeace Energy zum Beispiel kann man das ab 500 Euro, ich glaube es gibt andere, wo 100 Euro, wieder andere, wo man 1000 Euro praktisch einbringen kann in einen Fonds und dann werden dann Anlagen errichtet. Wie man das jetzt genau macht oder bei wem, kann sich jeder überlegen, aber das sind aus meiner Sicht die Punkte, die die Verbraucher in der Stadt beitragen können und es hat ganz viel mit kritischem Konsum zu tun. Jetzt kurz noch, ich weiß nicht, ob jeder Greenpeace Energy kennt. Gestern wurde ja auch immer wurde ich mal als Greenpeace, mal als Greenpeace Energy bezeichnet, vielleicht ganz sinnvoll kurz zu sagen, wer das ist. Also Greenpeace Energy entstand aus einer Greenpeace-Kampagne für sauberen Strom und ist jetzt ein Energieversorger, der sich zur Aufgabe gesetzt hat, ging von Greenpeace zur Aufgabe gemacht wurde, setzt diese Kampagne mit den Mitteln eines Energieversorgers fort. Wir sind ganz bewusst ein politisches Unternehmen, wir wollen zeigen, dass Energiewende geht und wie sie geht. Und wir versuchen Verbrauchermacht für die Energiewende zu organisieren. Jetzt haben wir die Größe inzwischen eines mittleren Stadtwerks erreicht. Der Gedanke ist, wir bauen unsere eigenen Anlagen und versorgen unsere Kunden aus unseren Anlagen. Und unsere Kunden wiederum sind die Eigentümer, denn wir sind eine Genossenschaft. Wir gehören nicht irgendeinem Investor, sondern 21.000 Menschen. Man muss nicht Genossenschaftsmitglied sein, aber ab 55 Euro kann man Genossenschaftsmitglied werden. Das ist nach oben hin gedeckelt, damit da wenig die Hände von einigen wenigen gewahren. Und jeder hat eine Stimme, die sich dafür Genossenschaften gehört. Und es gibt demokratische Gremien, die den Kurs der Genossenschaft festlegen. Im Prinzip, es ist auch mein eigener und jeder andere, der da mitmachen will, ist es Stromversorger. Wir bauen die Anlagen, aus denen wir uns den Strom versorgen. Das ist so das Konzept von Greenpeace Energy und das ist eben der absolute Gegenentwurf gegen diese großen Konzerne, die eben ganz anders unterwegs sind, groß sind und vor allem Profite machen wollen. Es gibt auch nicht nur Greenpeace Energy, zum Beispiel die EBS ist auch eine Genossenschaft. Es gibt natürlich noch weitere gute Ökostromanbieter. Das will ich jetzt hier auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Ich will sie jetzt auch nicht als Kunden für Greenpeace Energy teilen, sondern es geht darum, bei dem man ebenso sein kann und das ist auch ein politisches Gedanke. Ich habe eine Frage zu Ihren Produktionskraftwerke. aus was setzen die sich zusammen? Welches Mix haben Sie da? Wir selbst besitzen vor allem 7% unseres Stromverbrauchs hätten und
93% des Wasserstrom, den wir einkaufen. Ja. Wo ist die Grenze nach oben jetzt, die Deckelung für die Eigentümer, für die Gewerbetreibenden? Ich glaube 5.500 Euro, mehr kann man nicht investieren. Ah, okay, interessant. Ich mache dabei also auch die Fragen so nach Clean Energy, Strom und so. Das ist ja jetzt nicht so das Thema, wir können das vielleicht anschließend nochmal weiter in den kleinen Kreis besprechen. So, was ist Energiewende? Das ist jetzt mal, nachdem die drei Eingangsfragen aus meiner Sicht beantwortet sind, also der Trend, der Treib und was wir im Verbraucher tun, was ist auch die Energiewende? Klar, 100% erneuerbare Energien ist für viele klar, aber eben nicht für alle. Warum? Wegen Klimaschutz, aber nicht nur, sondern auch wegen Ressourcenschonung, wegen der Kosten und wegen einem vierten Punkt, den ich aus dramaturgischen Gründen am Schluss gestellt habe. Ich sage aber jetzt schon mal, weil Energiewende die Blaupause ist für den Umbau unserer Industriegesellschaft. Die Energieerzeugung ist der Kernbereich, ein Kernbereich, vielleicht der Kernbereich unserer Industriegesellschaft und er ist derjenige, der im Moment am klima- und umweltschädlichsten läuft von allen Bereichen. Enorme Folgen, die durch diese Kraftwerke, durch die Stromerzeugung erzeugt werden. Und wenn es gelingt, ausgerechnet diesen, unseren schmutzigsten Bereich, in einen sauberen Bereich umzugestalten, ist das aus meiner Sicht die Blaupause für den Umbau der Industriegesellschaft insgesamt. Aber weiter, Energiewende teilt sich natürlich in Mobilität, Wärmeversorgung und Strom. Also es geht nicht nur um Strom, sondern es ist größer. Aber aus meiner Sicht ist die Stromversorgung, deswegen habe ich es immer fett gemacht, der wichtigste Punkt, indem wir die Energiewende gewinnen oder eben auch verlieren. Also wir können 100% erneuerbare Energien in 2 bis 3 Jahrzehnten problemlos und ohne zu große Kostenbelastung schaffen. Die Bundesregierung will das nicht. Die Bundesregierung sagt, Energiewende ist bis 2050 80% aus erneuerbaren Energien zu gewinnen. Das halten wir für falsch, weil wir unsere Klimaziele nur dann erreichen, wenn wir im Strombereich tatsächlich 100% machen. Weil es wird schwierig, zum Beispiel in der Mobilität, bei Schwerlastverkehr, wirklich 100% zu schaffen. Im Moment wissen wir noch nicht, wie wir große Mengen, zum Beispiel in Lastkraftwagen, elektrisch bewegen sollen. Also die Technik gibt das nicht mehr. Man muss sagen, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, dann müssen wir im Strombereich auf 100% und das ist möglich. Und es macht auch keinen Sinn, der konventionellen Energiewirtschaft zu sagen, naja, wir wollen mal 80% erreichen. Das ist ja nun mal so ein Idealziel. Wenn jetzt dann 60% sind, werden die sagen, ja, das ist ja auch schon mal gut. Aber das ist nicht, was wir wollen. So nach dem Motto, die konventionelle Energiewirtschaft nennt das immer einen Dreiklang. Die gibt es ja wohl. Wir sagen auch jetzt ja zu Erneuerbaren, aber auch ja zu Atomkraftwerken und ja zu Kohlekraftwerken und so. Man hat keinen Umbau, sondern alles nebeneinander, Gutes wie Schlechtes. Und ob dann tatsächlich 80% erneuerbare und 20% konventionell, wird sich dann mal zeigen. Ich fürchte, es wird dann deutlich weniger. Eine Frage. Ja. Heißt das, wenn die Bundesregierung sagt, 80% in 4 Jahrzehnten, heißt das denn dann Schluss? Da kann das nicht auch heißen, das heißt, dass 100% in 5 Jahrzehnten. Die Bundesregierung. Also quasi ausschleichen aus der konventionellen Energie. Es gibt dazu keine Opposition, aber die in der Bundesregierung und in den wollen wir unsere Werke weiter betreiben. Der Restbestand ist ein Ende sozusagen. Der Restbestand von, die Basisbestand von Kohlekraftwerken ist zurzeit ein Ende. Das ist damit gemeint. Also dem ist schon klar, dass das an sich Quatsch ist. Die haben, das nennt man dann Assets, die haben Milliarden in Kraftwerke investiert, die wollen sie gerne weiterleiten. Denn klar ist, 2050 ist Schluss. Ein Kohlekraftwerk hat eine lange Laufzeit, 20 Jahre. Die wollen jetzt diese Anlagen bauen und sie wollen möglichst lange betreiben. Wenn die zustimmen würden, 2050 ist Schluss, dann 2045 ist Schluss, ist klar, aber ihr im Wettbewerb nichts mehr ist.
Deswegen wollen wir sie gar nicht festlegen. Vom Prinzip intellektuell stecken, ja, wir müssen auf 100% erneuerbar, aber nicht jetzt, weil ich ja auch bisher in meinem Buch habe. Das hier ist eine Grafik, auf der Sie sehen, das Blaue ist der Strom, rot ist Wärme und grün, rot ist Mobilität und grün ist Wärme. Sie sehen also, der Strombereich ist in Wirklichkeit nur ein kleiner Bereich der Energieversorgung. Trotzdem glaube ich, der ist der Schlüssel. Und zum Gelingen der Energiewende, klar, hat man überall Baustellen, aber die Stromerzeugung, die Technik, bin weiter ausgereift, alles also, um auf 100% erneuerbar umzusteigen. Die Kosten sind anders als Millionen von Altbayer isoliert, sind de facto günstiger als der konventionelle Pfad. Also die Kosten und wir haben die Akzeptanz da. Das heißt, die technischen Möglichkeiten, die finanziellen Möglichkeiten und die politischen Möglichkeiten sind da, bei Strom tatsächlich schnell zum Erfolg zu kommen. Bei Wärme haben wir auch die Technik. Die Kosten sind ein Problem, vor allem beim Altbestand. Also bei Altbausanierung und weil die Kosten ein Problem sind, ist auch die Akzeptanz ein Problem. Bei den meisten, wenn es um massive Wärmedämmung geht, läuft es auf massive Mietentwicklung hinaus, da kann man zur Miete wohnen. Es ist schwierig. Das heißt nicht, dass ich das nicht für wichtig erachte, aber nur weil wir dieses Problem haben, würde ich sagen, dann lasst uns umso konzentrierter bei Strom fortfahren, weil wir noch einen Erfolg erzielen können. Bei dem anderen ein Problem. Beim Verkehr ist die Technik nicht klar. Also es gibt die Wasserstofffreaks, es gibt die Elektroautofreaks und es gibt diejenigen, die sogenannte Biokraftstoffe in Otto-Motoren verbrennen wollen. Und alle sind sich die Grünen untereinander, was sich am Ende durchsetzt, ist unklar. Die Kosten sind auch nicht klar, weil jedes Modell eine andere Infrastruktur benötigt, die geschaffen werden muss und als Folge die Akzeptanz ist mindestens mal eine Baustelle. Also zum Beispiel Elektroautos, die Zulassungszahlen sind nicht erledigt und einfach weil es teurer ist und man Einschränkungen hat, kann man sagen, ja irgendwie finden sie Leute toll, aber wenn es darum geht, sich so ein Auto anzuschaffen oder eine andere Form von Mobilität zu machen, es ist zumindest mal eine Baustelle. Damit will ich nur sagen, bei Strom können wir gewinnen und das sollten wir auf jeden Fall machen. Das heißt nicht, dass wir die anderen Sachen vernachlässigen. Die wesentlichen Faktoren sind natürlich Energieverbrauch vermeiden. Das ist das Wichtigste überhaupt. Und ein weiterer Punkt ist, in Zukunft wird vieles elektrisch ablaufen, was heute noch zum Beispiel mit Verbrennungsmotoren läuft. Also wir werden mehr Strom verbrauchen. Deswegen werden wir tendenzielle Elektrifizierung haben. Also ich glaube, wir schaffen die Energiewende in Deutschland, wenn wir das bei der Stromerzeugung schaffen, dann erzeugen wir so politisch so ein Momentum, dass es gelingt. Und wir schaffen die Energiewende in Europa und der Welt, wenn wir es in Deutschland schaffen. Umgekehrt, wenn wir es beim Strom nicht schaffen, wenn Deutschland es nicht schafft, seine Energieversorgung 100% auf Erneuerbare umzustellen, fürchte ich, dass aus dem Projekt Energiewende nichts werden wird. Mit allen Folgen, die das fürs Klima, für unsere Ressourcen, für den Frieden in der Welt hat. Die nächsten 5 Jahre sind deswegen entscheidend, weil die Konzerne in den nächsten 5 Jahren, man muss sagen, bis 2022, ist ein bisschen mehr, also 10 Jahre, eine Doppelstrategie. Die wissen alle, wie sie auch mit erneuerbaren Energien Geld verdienen. Man muss sich keine Sorgen machen, dass es ihnen pleite geht. Sondern die haben die Konzepte in der Schublade, setzen sie zum Teil auch schon um. Aber die wollen natürlich den konventionellen Pfad, der ihnen praktisch das Monopol oder ein Oligopol der Erzeugungsmacht sichert und ihnen deutlich mehr Gewinne bringt, den wollen sie natürlich lieber haben. Und die werden noch etwa 10 Jahre zweigleisig fahren. Wenn wir mehr als 50% Erneuerbare im Stromsystem haben, dann ist der Weg unumkehrbar. Dann rechnen sich die anderen Kraftwerke so wenig, dass man damit auch nicht mehr mehr Geld verdient, sondern weniger Geld. Und deswegen, wenn man die nächsten 10 Jahre geschafft hat, dann ist der Weg unumkehrbar. Und deswegen wird er jetzt auch so hart gekämpft. Ich weiß, ich habe leider keine Uhr. Ist hier irgendwo eine? Ja.
gib mal ein bisschen Gas. Hier springe ich drüber, das soll zeigen, dass der Strompreis nur in diesem grünen, knappen Viertel überhaupt aus dem Preis des Stroms besteht, der Rest sind Umlagen unterschiedlicher Art. Hier, das ist eine Untersuchung, die wir im letzten Herbst veröffentlicht haben, gemeinsam mit dem Forum Ökologische Soziale Marktwirtschaft, in dem wir gezeigt haben, die konventionellen Energien kosten heute schon viel mehr als die erneuerbaren Energien. Was Sie links sehen, ist der Preis Herbst 2012, der durchschnittliche Strompreis mit der damaligen EEG-Umlage von 3,59 ist jetzt auf 5,277 angeschrieben. So viel zahlt man für Strom. Und was nicht meistens vergessen wird, ist, dass es nicht nur die Kosten für erneuerbare Energien gibt, sondern auch Kosten für konventionelle Energie. Die sind nur nicht auf der Stromrechnung ausgewiesen. Wenn wir erstens über Förderung und Steuer, über Steuern und über Förderparkbestände für konventionelle Energien geschaffen und zweitens durch die Umweltschäden, die von konventionellen Energien erzeugt werden, die dann am Ende doch von der Gesellschaft getragen werden müssen. Das ist eine Studie, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, die können Sie sich, wenn Sie mögen, auf unserer Website mal runterladen, die heißt, was Strom wirklich kostet. Und da wird eben auch gezeigt, ganz interessant, wie viel Geld an staatlichen Förderungen geht, die einzelnen Energieträger geflossen sind, das war von 2012. Denke spricht für sich. In der Studie ist es detailliert aufgeführt, was ist da unter Atom subsumiert, was ist unter Steinkohle. Da ist es zum Beispiel der ganze Wärmesektor oder auch was für Stahl erzeugt wird, das ist dann natürlich ausgerechnet. Ich will da gar nicht weiter drauf eingehen. Hier, das ist vielleicht auch ganz interessant, schon jetzt kostet eine Kilowattstunde Wasserstrom inklusive aller Kosten, auch der verdeckten Förderung, die man ja auch bezahlen muss, auch der Umweltschäden, die dadurch geschehen oder nicht geschehen, kostet Wasser 7,6 und Wind 8,1 Cent pro Kilowattstunde und Steinkohlestrom kostet 14,8, Braunkohlestrom 15,6 und Atomenergie kostet zwischen 16,4 und 42,4 Cent pro Kilowattstunde. Diese Spannweite bei Atomenergie kommt durch die schwierige Berechnung der atomaren Risiken zustande. Wenn Sie in die Studie gucken, ist das ausgeführt. Es gibt Rechnungen zwischen praktisch nichts und 2,80 Euro die Kilowattstunde. Und die Wissenschaftler haben sich da durchgewälzt und haben die Annahmen angegrenzt. Ich will da jetzt nicht weiter darauf eingehen. Wenn Sie interessiert, schauen Sie mal an die Studie an. Das hier ist die Leitstudie der Bundesregierung. Wenn Sie da auf den blauen Pfad schauen, das ist also die Gesamtkosten der Energieerzeugung, dann sehen Sie, der Null bedeutet der Ausbau erneuerbar, also die Energiewende, Stromerzeugung wie mit erneuerbaren Energien ist so teuer wie Stromerzeugung mit konventionellen Energien. Sie sehen, wir sind in einem Pfad, wo es im Moment etwas teurer wird und etwa in einem Jahrzehnt sind wir am goldenen Ende sozusagen, wo es deutlich billiger wird. Die anderen Pfade, da sind die Umweltkosten nicht angerechnet und sind unterschiedliche Strompreise angelegt. Wir werden dazu nochmal im Sommer eine weitere Studie veröffentlichen, die da nochmal etwas genauer abgeht. Das ist also jetzt die Studie des CDU-Bundesumweltministers, die da drin steht. Gleichwohl hat Ralf Mayer so eine gesagt, die Energiewende kostet 1 Billion. Das haben wir auch in der Studie nachprüfen lassen. Und das haben wir am Montag veröffentlicht, können Sie sich auch von unserer Website runterladen. Das ist hier aufgeführt. Das Entscheidende ist, also er hat die Kosten, die bezahlt werden, viel zu hoch angerechnet, zum einen, und er hat zum anderen nicht gegengerechnet. Also zum Beispiel hat er gedacht, konventionelle Energien, da muss man keinen Cent reinstecken. Weder in Kraftwerke noch in Netze. Die sind einfach da. Und nur erneuerbare Kosten, der konventionelle Pfad kostet nichts, das ist natürlich Quatsch. In Deutschland waren 20 Kohlekraftwerke geplant, die, ich weiß nicht, ich glaube, ja, 12 Kohlekraftwerke.
Kraftwerke für 20 Milliarden waren im Jahr, die jetzt nicht gebaut werden müssen, weil wir erneuerbar sind, muss man ja mindestens mal gegenrechnen. Und wenn man dann noch die Umweltschäden einrechnet, und zwar nur nach der Rechnung des Bundesumweltministeriums, nicht nach einer Rechnung, die wir als Greenpeace machen würden, ist man schon bei einer Ersparnis von über 150 Milliarden, die eine erneuerbare Energiepark im Vergleich zu einem konventionellen Energiepark machen. Also insofern kann man wirklich sagen, das ist eine Lüge, die Altmaier da gemacht hat und seine eigenen Zahlen sprechen dagegen. Die Strompreisbremse, das ist das andere, da wird am 21. März gibt es ein Energiegipfel im Kanzleramt, wo sich Bund und Länder einigen wollen. Und das ist der Vorschlag der Bundesregierung. Und das ist auch der Grund unserer Sorge, weil Strompreisbremse klingt super, aber der Effekt wird sein, dass der Ausbau der erneuerbaren Energie, die Energiewende, damit zusammenbricht. Ich habe hier die Maßnahmen aufgeführt und die führen einerseits dazu, dass man weniger verdient, aber sie führen andererseits, das sind die fetten Punkte, vor allem dazu, dass unklar ist, ob Ihre Anlage, die Sie bauen, das geht ein bisschen schnell. Das geht ein bisschen schnell. Ich erläutere es nochmal. Ich dachte, wollte ein bisschen jetzt aufs Tempo drücken. Also die ersten 1, 2, 3, 4 Maßnahmen, das sind alles Sachen, wo man sagen kann, unterm Strich verdient die Anlage, zum Beispiel Windkraftanlage, verdient etwas weniger Geld. Da müssen Sie gucken, rechnet sich das noch oder rechnet es sich nicht. Ergebnis wird sein, dass südlich von Hannover keine Windkraftanlage mehr gebaut werden wird, wenn das so durchkommt. Weil nur nördlich von Hannover die Windhöfigkeit, wie das heißt, so ist, dass die Anlagen noch nach 20 Jahren so viel Geld eingespielt haben, wie viel sie vorab als Investition gekostet haben. Die anderen Punkte, die Fetten, sorgen aber dafür, dass sie gar nicht wissen, wie viel sie verdienen. Ich will jetzt gar nicht, weil das sind zum Teil sehr komplizierte Punkte, das ist auch das Gemeine, das ist also eine Ausbaubremse für erneuerbare Energie über das Kleingedruckte. Wir hätten auch sagen können, wir stoppen einfach den Ausbau der erneuerbaren Energie, das wäre ehrlich gewesen. Wir sagten, nee, das machen wir weiter, wir machen dann nur so ein paar Regelungen im Kleingedruckten, aber die sind eben sehr wirkungsvoll. Zum Beispiel nehmen wir nur die fixe EEG-Umlage ist auf 5,277 Cent festgeschrieben und darf dann nur in einem bestimmten Maß steigen. Das wird monatlich geprüft. Und die Maßnahmen, die hier genannt sind, die werden eben auch geprüft. Wenn also der Strompreis steigen wollte, das hat der Minister jetzt schon angekündigt. Das heißt, wenn Sie jetzt eine erneuerbare Energieanlage da rein Ihr Geld geben, sagen wir mal, Sie haben 10.000 Euro übrig, Sie stecken das rein, Sie sagen, naja, nach 20 Jahren haben Sie das Geld wieder eingespielt. So, dann bin ich wohl auf Null. Dann wird aber durch die Veränderung dieser Sachen, vielleicht in einem Jahr oder in zwei Jahren, gibt es Veränderungen, die bedeuten, die Anlage spielt es jetzt in 30 Jahren oder in 50 Jahren oder niemals rein. Und Sie wissen es. Und das ist die große Gefahr, die in diesen, Maßnahmen steckt. Und also wir haben eine unsichere Erlössituation, vor allem für Wind- und Photovoltaikanlagen. Und niemand weiß, der heute investiert, ob seine Anlage in Zukunft Gewinne macht, Kosten deckt oder Verluste schreibt. Und als Folge sind vor allem die Machten zurückhaltend. Wir haben gerade eine Umfrage, ich habe das gestern auch angesprochen, der Herr von der GLS wusste es nicht so genau, aber aus seiner Fachabteilung haben wir auch schon gehört, sie finanzieren keine Windprojekte zurzeit mehr. Und so ist es bei allen da. Es gibt kein Geld, weil nicht klar ist, wie viel wird denn die Windkraftanlage in 7 Jahren verdienen. Normalerweise ist es so bislang, dass man 10-15% der Kosten als Einkommen kann. Ich wusste, sie machen eine Bürgerenergiegenossenschaft, sammeln das Geld, bringen die Genossen ein, gehen zur Bank und sagen, die Anlage kostet 2 Millionen, wir haben 200.000 Euro eingesammelt, den Rest finanziert über die Bank. Die Bank sagt jetzt, da sind Risiken drin. Dann wusste ich ja, wie viel die Anlage im Jahr 2025 verdient und auch im Jahr 2030. Jetzt weiß ich noch nicht mal, was sie im Jahr 2016 verdient. Vielleicht ist ja alles super, vielleicht auch nicht. Also Risikoaufschläge, 50% Eigenkapitalanteil, Laufzeit nur noch 3 Jahre statt 20 Jahre. Damit können Sie es nicht mehr machen. Es sei denn, Sie haben das Geld. Aber dann kann es nur wieder der große Konzern machen. Der hat das Geld zum Investieren.
Es sind die Bürgerenergiegenossenschaften, die dann durchaus fliegen durch diese neuen Regelungen. Und es ist jetzt natürlich, kann man das trotzdem machen, aber das ist dann so ein bisschen wie die Stiften oder wie Risikokapital. Die sagen, ich habe das Geld über, ich gebe damals 10.000 Euro rein, kann sein, dass ich das Geld verliere, aber das ist mir die gute Sache wert. Das ist ja prima. Ich fürchte nur, die meisten denken nicht so. Und das Problem ist, trotz dieser Maßnahmen der Strompreisbremse könnte der Strompreis weiter steigen. Und zwar hängt das, ist es so, die EEG-Umlage, die steigt immer dann, wenn der Börsenpreis sinkt. Der Börsenpreis, ja, genau, können Sie mal das in der genau den Punkt näher erklären? Mache ich jetzt, ja. Der Börsenpreis kann beispielsweise durch das Ablaufen der Konjunktur sinken. Wenn in Deutschland von der europaweiten Konjunkturflaute erfasst wird, in dem Moment wird der Strompreis sinken und als Folge wird die EEG-Umlage steigen. Der Börsenpreis kann auch sinken, wenn erneuerbare Energien verstärkt ins Stromnetz einspeisen. Ja. Das sind wir da auch durch. Genau. Das ist der sogenannte Merit-Order-Effekt, den ich jetzt erklären will, der das bewirkt. Aber kurz, wir können mal festhalten, die Strompreisbremse von Altmaier ist in Wirklichkeit nur eine Energiewende. Ich bin gerne mehr erneut, weil ich bin grundsätzlich der Meinung, da ist was dran. Ja. So, der Merit-Order-Effekt. Bei der Börse ist es so, wenn Sie die Kraftwerke nach ihren jeweiligen Kosten, den sogenannten Grenzkosten, sortieren und an die Börse bringen. Und wenn Sie jetzt auf der waagerechten Linie bis nach rechts fahren, kommen Sie irgendwann dahin und sagen, jetzt haben Sie genügend Kraftwerke, die den Strombedarf decken. Und das Grenzkostenprinzip, wie das heißt auch, also Merit Order auf Deutsch, bedeutet, dass das letzte Kraftwerk, das noch benötigt wird, um den Bedarf, den Strombedarf zu decken, den Preis für alle setzt. Also hier in dem Fall ist es entweder ein teures Kohle- oder ein günstiges Gaskraftwerk, das setzt diesen Bereich dasjenige, was Kraftwerk. Also man wirklich so, ne? Ein Wasserkraftwerk oder ein Atomkraftwerk, die arbeiten sehr günstig, 2 Cent die Kilowattstunde. Braunkohle 3 Cent die Kilowattstunde, Kohle 7, 8 Cent die Kilowattstunde. Erdgas auch hat man hier bereits gedeckt. Entsprechend wäre der Preis nur 2 Cent und so weiter. Je höher der Verbrauch ist, umso mehr Kraftwerke, teure Kraftwerke kommen mit hinein. Das teuerste Kraftwerk hier in diesem Fall setzt den Preis, der liegt dann hier und alle Kraftwerke können diese Summe praktisch einschätzen. Und so ist es eben möglich, in dieser Situation, dass Kraftwerke nicht nur die Produktion einer Megawattstunde, die jetzt gerade verkauft wurde, verdienen, sondern darüber hinaus so viel über haben, dass sie das Investment zum Bau aus diesem grauen Bereich irgendwann wieder zurückverdienen können. Jetzt kommen die erneuerbaren Energien dazu. Das ist hier rot. Die schieben praktisch die teureren Kraftwerke nach rechts. Der Stromverbrauch ist gleich geblieben, wie was hier Last heißt. Aber bei den erneuerbaren Energien, Franz Hals sagt ja, der Wind oder die Sonne schickt keine Rechnung. Ja, das stimmt. Die Erzeugung einer Megawattstunde Strom aus einer Photovoltaikanlage kostet praktisch nichts. Die Megawattstunde. Die Anlage selbst kostet natürlich beim Bau, aber an der Börse geht es um die Frage, wenn ich eine Megawattstunde produziere, was kostet die Produktion dieser eine Megawattstunde? Weil die Frage ist, entweder lasse ich meine eigene Anlage laufen, die hat zum Beispiel Brennstoffkosten, ein Kohlekraftwerk braucht eben Kohle. Die müssen für eine Megawattstunde zu erzeugen eine bestimmte Menge Kohle verbrennen. Das sind einfach die Kosten, die da sind. Und natürlich eine Windkraftanlage hat diese Kosten nicht. Die haben volle Kosten, aber keine Grenzkosten. Da gibt es einen Unterschied. Und gehandelt wird eben an der Strombörse nur nach Grenzkosten, nicht nach Vollkosten. Und der Effekt davon ist, dass die Erneuerbaren für geringes Geld anbieten können und als Folge die anderen Kraftwerke, zum Beispiel die Erdgaskraftwerke, praktisch gar nicht mehr abgerufen werden, aber auch Steinkohlekraftwerke. Die Erdgaskraftwerke, die laufen zurzeit nur noch, die waren jetzt konzipiert für 2.000-3.000 Stunden, die laufen
zurzeit 50 bis 100 Stunden. Es gibt Kraftwerke, die laufen gar nicht mehr. Das modernste Irsching, das modernste Gaskraftwerk der Welt, hat, glaube ich, noch keine 100 Stunden auf der Uhr. Einfach weil der Kosten, also ein tolles, modernes Kraftwerk, sehr effizient, aber die Kosten sind so hoch und weil wir so viele erneuerbare Energien haben, kommt es nicht zum Einsatz. Und die erneuerbaren Energien haben ja den Einspeisevorrang. Und dadurch ist das ja. Ja, aber selbst wenn sie nicht den Einspeisevorrang hätten, wäre dieser Effekt da. Sie arbeiten praktisch für nichts. Und also weil man den Wind nicht bezahlen muss, nicht die Sonne. Und Kohlekraftwerke müssen auch die Kohle bezahlen. Und deswegen ist eine Produktion einer Megawattstunde. Aber zum Einspeisevorrang müsste man möglicherweise was drehen. Irgendwas muss an irgendeiner Schraube muss man drehen, denn zurzeit brauchen wir zumindest noch Gaskraftwerke, um irgendwelche Ausfall von volatilem Strom abpuffern zu können. Wenn das gegenwärtige Konzept, die nicht mehr rentabel sind, dann stimmt ja was nicht. Ich brauche noch 5 Minuten, dann sind wir durch, dann können wir diskutieren. Also der eine Punkt ist, die EEG-Umlage steigt, je mehr Wind- und PV-Anlagen ans Netz gehen. Das haben wir eben gesehen. Also je mehr davon da sind, umso geringer ist der Börsenpreis, weil die Anlagen aber eine fixe Vergütung bekommen. Also zum Beispiel eine Windkraftanlage bekommt jetzt zurzeit noch 9,8 Cent, oder auch Altmaier demnächst 8 Cent. Aber ist egal, es gibt einen fixen Preis. Und wenn das sind entsprechend 90 Euro die Megawattstunde, an der Börse werden immer Megawattstunden gehandelt, nicht Kilowattstunden, also 90 Euro die Megawattstunde kriegt eine Windkraftanlage, wenn sie eine Megawattstunde produziert. Wenn sie verkauft wird, kriegt man dafür 20 Euro. Wenn viel Wind erzeugt wird, wird nur noch 10 Euro oder nur 5 oder 0 Euro. Aber da die Anlage trotzdem ihre 90 Euro kriegt, muss die Differenz aus der EEG-Umlage gezahlt werden. Je niedriger der Börsenpreis, desto höher die EEG-Umlage. Das ist an sich sogar null so ein Spiel, es macht nichts. Weil was ich auf der einen Seite spare, nämlich beim Börsenpreis, wird der Strom billiger, wird auf der anderen Seite wieder draufgelegt. Aber es gibt ein paar Effekte, dass das eben vor allem beim Privatkunden so nicht ankommt. Also das ist der eine Punkt und das bedeutet, dass fast kein Kraftwerk, also außer Braunkohlekraftwerk, Atomkraftwerke, sage ich jetzt mal, die können wir außen vor lassen, aber fast kein sonstiges Kraftwerk verdient das Geld, das es braucht, um irgendwann, wenn es mal alt ist und abgeschaltet werden soll, so viel Geld zu verdienen zu haben, dass man neues hinsetzen kann. Auch erneuerbare Energien, vor allem erneuerbare Energien, wenn wir keine fixe Einspeisevergütung mehr hätten, ist die Situation so, dass wenn der Wind weht oder die Sonne scheint, dann sind alle da. Wenn die einfach 20, 30, 40, 50 Prozent des Stromabsatzes abdecken, geht in dem Moment der Preis sofort runter, weil natürlich ein ganz großes Angebot da ist. Und wenn eine Windkraftanlage läuft und sagt, so, ich habe hier eine Megawattstunde produziert, jetzt kann ich Geld verdienen, ist der Preis auch runter. Das heißt, die verdienen gar nichts mehr. Die Folge ist, an sich ist es ja nicht schlecht, wenn wir Anlagen haben, die Strom für nichts praktisch produzieren. Es ist eine Frage, wie die Märkte konstruiert sind. Das ist das Problem. Wir haben einen Grenzkostenmarkt. Es liegt nicht an der erneuerbaren Energienanlage. Es ist super, dass der Windstrom nichts kostet. Nur so, wie wir das System organisiert haben, daraus entsteht das Problem. Wir brauchen also ein neues Marktdesign. Aber das Problem am Marktdesign ist, das ist sowas wie beim Monopoly das Regelbuch. Das entscheidet, wer für was, für welchen Schritt Geld verdient wird. Wie viel kriegt man denn jetzt auf der Schlossallee oder in der Talstraße? Wenn das nicht im Regelbuch steht, steht im Regelbuch, das macht eben den Unterschied. Und jetzt praktisch mittendrin sagt man, Leute, wir wechseln mal eben das Regelbuch, wir machen ein neues Marktdesign. Die Schlossallee ist jetzt gar nicht mehr so viel wert, jetzt ist die Talstraße das Beste. Ist klar, das entscheidet über die Verdienstmöglichkeit.
Und deswegen wird über das sogenannte Marktdesign ganz erbittert gestritten. Und wir haben zusammen mit dem Institut für Zukunftsenergiesysteme einen Vorschlag für ein Marktdesign auch mal vorgelegt, das jetzt hier nochmal ganz skizzenhaft ist. Und der Punkt ist, wir wollen, dass die Wind- und Photovoltaik, die fluktuierenden, datenbruchabhängigen, erneuerbaren Energien in den Mittelpunkt gestellt werden und der Strom, den die produzieren, müssen als erste an die Verbraucher gegeben werden. Und weil es der billigste Strom ist, weil wir diese Anlagen, und die Anlagen müssen weiterhin über eine Umlage finanziert werden. Und weil die aber nicht zu jedem Zeitpunkt die Sonne scheint, der Wind weht, mussten alle anderen Möglichkeiten, also von Gaskraftwerken bis hin zu Speichern, die mussten praktisch zum Ausgleich der flexiblen Einspeisung eingesetzt werden. Immer wenn die Sonne müsste ich was zum Beispiel 80 Euro die Megawattstunde zahlen. Ich gebe dir 79 oder 75, kommt es für mich billiger und du kannst praktisch das bei deinen Stromkosten wieder abziehen, da haben wir beide was davon. All diese Möglichkeiten sollen genutzt werden. Der Kern ist eben, wir richten uns in Zukunft nach Wind und Sonne, die sind das Rückgrat unserer Energieversorgung, die arbeiten natürlich nicht immer, aber alles, was wir ansonsten haben, dieser ganze Kreis drumherum, den kann ich nutzen, um immer dann, wenn Wind und Sonne nicht voll oder zum Teil ja auch gar nicht liefern, dementsprechend die Lücke zu füllen. Und natürlich müssen wir die Finanzierung dieser Kraftwerke auch sicherstellen. Das ist da in dieser Studie drin. Also wir brauchen Gaskraftwerke, wir brauchen Speicher, wir brauchen halt diese Finanzierungsvorschläge. Diese Studie können Sie auf unserer Webseite herunterladen. Aber das ist die nächste große Aufgabe, dass wir also dieses heutige schiefe System, wie die Strommärkte funktionieren, die nicht für erneuerbare Energien geschaffen wurden, so umbauen, dass wir die in den Mittelpunkt stellen. Und dann haben wir die Energiewende geschafft. Also die ist machbar, sie ist ökologisch und auch aus ökonomischer Sicht unausweichlich, weil die Alternative ist einfach viel teurer. Sie erfordert eine Anschubfinanzierung, ist aber auf lange Sicht billiger. Und sie produziert eben auch Verlierer und die wehren sich mit allen Mitteln, ehrenhaften, aber auch nicht ganz so ehrenhaften. Also die spielen auch faul. Und bis 20%, also sagen wir mal bis 2010 oder 2011, war das noch nicht so problematisch, weil das additiv funktionierte. Jetzt haben wir ein konkurrierendes System. Erneuerbare und konventionelle stehen im Konflikt. Wir produzieren unterm Strich mehr Strom, als wir brauchen. Deswegen fallen wir auf die Preise. Und entweder das Kohlekraftwerk verkauft seinen Strom oder die Windkraftanlage verkauft den Strom. Beide können nicht verkaufen, weil so viel Verbrauch nicht da ist und Speichermöglichkeiten im Moment nicht vorhanden sind. Also wir haben einfach einen Kampf im Moment. Und über 40% oder 50% sind die konventionellen Energien nur noch additiv zu erneuerbaren. Und es läuft alles darauf hinaus, dass wir dann auf 100 zulaufen, weil die konventionellen durch die Skaleneffekte dann einfach auch teurer werden. Und die werden dann herauslaufen. Das heißt, die nächsten 10 Jahre müssen wir überstehen. Und das hatte ich schon mal gesagt, das ist halt für mich unterm Strich, was Energiewende wichtig macht, abgesehen von der Energiewende, das ist eben hier damit die Glaubhause auf den ökologischen Umbau unserer restlichen Gesellschaft. Herzlichen Dank. Hat sich jetzt erst erste Vortrag, dann Sie weiter und Sie. Das ist ganz klar.
Bitte. Anschließend hervorragenden Vortrag bin hervor, dass die Energiewende durch Erneuerbare, dass sie unbedingt die Zukunft bringt. Aber es kommt darauf an, ob die Energiewende im Interesse der Konzerne gemacht wird, das kam ja deutlich zum Ausdruck, oder im Interesse der großen Bevölkerung, im Interesse der Gemeinden, im Interesse der Städte und der einfachen Stromverbraucher. Und ich habe mir hier Gedanken gemacht, ich habe hier etwas mitgebracht, da ist auch ein Flyer drin, der zu diesem Thema Stellung nimmt. Handlungsangebote für alle Teilnehmer der Köthen- und Stütter-Kongresses bezüglich der Bundestagswahl. Wir müssen die Bundestagswahl nutzen. Der Dr. Hermann Scheer, der leider verstorben ist, der selbst zu Landtag ist, der hat einmal in einem Vortrag in Quedlinburg gesagt, wenn wir die Energiewende vernünftig so schnell wie möglich durchführen wollen, dann müssen wir erst einmal eine Regierung an die Macht bringen, die das im Sinne des Volkes und nicht im Interesse der Konzerne macht. Ich möchte Sie bitten, in diesem Material steckt wahnsinnig viel Arbeit, ich möchte Sie bitten, doch zu Hause mal in aller Ruhe das durchzusetzen. Es geht darum, wie wir die Bundestagswahl zu einem Volk, zu einem Erfolg in diesem Sinne machen können. Was war jetzt Ihre Frage? Das war jetzt ein Appell. Ach, aber ich möchte das auch nochmal nachhaltig unterstützen, also, was Sie sagen. Es gibt die einen, die wollen Energiewende überhaupt nicht. Dann gibt es die anderen, die sagen, ja, wir sind für Energiewende, aber wir wollen, dass die großen Konzerne die Wende machen. Also die tauschen praktisch nur ihren Kraftwerkbetrieb aus. Und das ist es. Und dann gibt es die Dritten, die sagen, für uns ist Energiewende nicht nur eine Frage der Kraftwerkstechnik, sondern darüber hinaus ein ökologisches und soziales Projekt. Wir wollen eine dezentrale Energiewende, weil wir eben wollen, dass die Bürger, es heißt ja, in Englisch heißt das so schön Powerbase, das muss man sich auf der Zunge vergehen, das Powerbase ist die Energiewahl, also die Kraftwerke, die in einem Land sind. Und darum geht es, geht um die Macht. Und deswegen ist es auch wichtig, dass Energiewende dezentral und Energiewende verbunden wird. Danke. So, der nächste Beitrag. Ja, ich habe eine Frage zu der sogenannten Strompreisbremse, die von Herrn Altmaier vorgeschlagen wird. Sie haben gesagt, dass ein wichtiger Punkt bei der Energiewende ist die Investitionssicherheit für Anlagen. Und die sehen Sie gefährdet, wenn der Altmaier seine Strompreisbremse einführt. Ich kann es nicht ganz verstehen, da schlägt er quasi vor, dass die Einspeisevergütung pro Kilowattstunde einen festen Betrag hat. So. Und was ist da dran, Investitionsunsicherheit? Wenn ich weiß, ein Festbetrag pro Kilowattstunde bekommt einen festen Einspeisebetrag, dann kann ich doch genau kalkulieren, wann meine Investition dann zurückgezahlt wird. Was ist da unsicher dran? Das ist der eine Punkt, den hatte ich auch nicht als, das macht es nicht unsicher, sondern macht es eben für bestimmte Anlagen, die zu dem Geld nicht, also bestimmte Standorte, südlich Hannover hat man auch weniger Stromproduktion und irgendwann komme ich dann nicht mehr auf meine Kosten. Aber das ist dann nicht. Das ist doch nur eine Zeitsache. Ich meine, da komme ich halt nicht in 20 Jahren auf meine Kosten, aber 50 Jahre auf meine Kosten. Aber wenn die Anlage nur 20 Jahre hält. Aber das ist die eine, das ist eine betriebswirtschaftliche Rechnung, die muss man machen und dann sagt man hier, an meinem Standort kriege ich nur 1500 Vollarbeitsstunden, am anderen kriege ich 2500 und so weiter. Aber der Punkt, um dabei zu bleiben, diese 8 Cent, die kriege ich gar nicht mehr, sondern es gibt eine sogenannte verpflichtende Direktvermarktung. Das heißt, ein Dritter, das sind einige wenige Konzerne, die nehmen den Strom, der den Kraftwerk, ich bin pflichtend, irgendwie unter Vertrag zu gehen und bringe ihn dann wieder raus. Und ich kriege dann sogenannte Marktpreise, heißt, er verkauft den Strom, verdient, sagen wir mal, 20 Euro, dann ist es bei 80 Euro. Das heißt, 60 Euro kriege ich, ich muss an den 60 Euro die Vermarktung bezahlen. Am rechten Zeit sind das etwa 5 Euro, das heißt, ich noch 75 Euro. Da wir aber nicht wissen, wie hoch ist der Vermarktungsaufwand im nächsten 3, 4, 5,
10 Jahren. Wir wissen noch nicht mal, wie das Marktdesign aussieht. Es sind sich alle einig, dass das Marktdesign ändert, sich ändern muss. Nicht nur ich, sondern es gibt niemanden in der gesamten Energiebranche, einschließlich des Ministers oder Ursula will es jetzt sofort ändern, die sagen, es bleibt so. Es ist unklar, wie der Vermarktungsaufwand ist. Von daher ist unklar, wie viel ich in 10 Jahren verdiene. Denn ich muss die Vermarktung aus meiner Marktprämie, die ich erhalte, muss ich bezahlen. Also von den 80 Euro die Megawattstunde kriege ich nominal. Strom wird verkauft für 20, kriege ich tatsächlich 60. Von den 60 muss ich die Vermarktung abziehen. Wenn es 5 Euro sind, kriege ich 55. Wenn es 20 Euro sind, kriege ich nur noch 40. Ich weiß es nicht. Das ist ja noch mal der Einwand, aber die Bank weiß es auch nicht. Die sagt, wenn ich nicht weiß, wie die Renditesituation ist, dann kann ich Ihnen keinen Kredit geben, denn ich weiß ja gar nicht, ob Sie das aus Ihrer Anlage bedienen können. Ja, also dann gibt es kein Geld mehr. Ein gewisses Unternehmen, das Restrisiko, wenn man das alles weg subventionieren will, das kann ich wohl auch nicht. Das sind keine Subventionen. Es geht darum, wir sagen, wir wollen Energiewende machen. Die Konzerne haben es ja nicht gemacht. Das heißt, das EEG ist eine Einladung an die Bevölkerung, zu sagen, hier, nehmt euer Geld, 2 Millionen haben die Deutschen auf der hohen Kante. Gebt euer Geld, holt das von und steckt es nicht in was weiß was, sondern steckt es in die Energiewende. Ihr kriegt sichere Rahmenbedingungen, dass ihr eine auskömmliche Vergütung habt. Nicht übermäßig, aber ihr verliert euer Geld nicht. Die Bürger sind vielleicht mit, man kriegt normalerweise so 3, 4, 5% pro Jahr auf das eingesetzte Kapital. Ne? Also wenn man noch die Inflation abzieht, ist das ganz nett, aber es ist nichts, wofür ein Konzern sich umlegen würde. Die wollen viel mehr verdienen. Also man nimmt das Geld der Bürger und das EEG gibt die Sicherheit, jawohl, die Energiewende kostet unterm Strich vielleicht 100 Milliarden Euro an Kosten, die man erstmal aufbringen muss. Die kommen von den Bürgern, aber ihr kriegt das Geld wieder, weil diese Anlagen ja Werte produzieren. Und diese Sicherheit ist weg. Und wenn die Sicherheit weg ist, dass die Bürger ihr Geld, was sie aus ihrer Tasche nehmen, auch wieder zurückkriegen, dann wird das Geld, vielleicht kommt es ja trotzdem, weil es Leute gibt, die sagen, uns ist die Sache so wichtig, aber die Befürchtung ist, es kommt viel weniger. Was heißt denn unternehmerisches Risiko? Für einen Konzern ist das eine Frage des unternehmerischen Risikos. Die haben große Kapitalstöcke, die sie ohnehin anlegen, für die ist die Situation ganz anders. Aber ein Bürgerenergiepark, eine Solargenossenschaft, die können es dann eben nicht tun. Dann haben wir genau das, nur noch die großen Konzerne bauen Anlagen und die ganze Energiewende von unten ist tot. Auch das Risiko muss demokratisch verteilt sein. Okay, ja, das ist ein höheres Ziel. Vielleicht mal ihr Nachlass. Ja, mein Name ist Peter Neidhardt und ich bin Gebäudeenergieberater. Und Elektrotechnik studiert und habe schon 2003 erste PV-Anlage auf meinem Haus installiert, bekommt 750 Cent dafür, 20 Jahre lang, und hat damals natürlich auch mehr als zweifache gekostet von heute, die Anlage. Damals habe ich auch gedacht, eine tolle Sache, ich produziere 3000 Kilowattstunden im Jahr, das ist ungefähr der Verbrauch von unserer Familien damals und für Personenhaushalt. Heute kommen mir doch schon eine ganze Menge Bedenken, wenn ich das so sehe. Ich glaube, die Schwachpunkte, die die erneuerbare Energien hat, das ist einfach einmal die Speichermöglichkeit. Und wenn man einfach nach Hessen fährt, wo ich wohne jetzt, laufen da manchmal tagelang diese Windanlagen nicht. Das ist auch bewölkt, da macht man keine Photovoltaik. Und wir wollen halt trotzdem die Waschmaschine anschmeißen und Fernsehschauen und Heizung haben. Gut, meine Frage ist, oder mein Anspruch wäre eigentlich, müsste die erneuerbaren Energien, die müssen in ihren Kosten auch diese Gaskraftwerke regional praktisch mit einkalkulieren. Man dürfte es nicht einem anderen sekundären Markt überlassen und hoffen, dass der einfach einspringt, wenn ich nicht kann, wenn ich zu faul bin und meine Anlage nicht keine Lust hat, dass der dann alles kompensiert. Wenn der diese Macht hat, wird er sie auch ausnutzen. Das wäre also von Anfang an notwendig gewesen, dass wir diese Kosten gleich, diese Gaswerke und diese Vollversorgung mit eingeplant hätten und eine Rundumversorgung garantieren konnten. Denn wären wir heute auch nicht abhängig von diesen Machenschaften. Und das ist meiner Meinung nach bis jetzt läuft es immer so weiter. Also da werden einfach die Mächte ausgespielt und die Speicher,
unsere deutsche Speicher halten keine halbe Stunde, um den ganzen Strom zu kompensieren, der verbraucht wird, wenn wir 100% erneuerbare wären. Und es gibt halt noch keine Speicher, also wir müssen uns was überlegen und wir stecken da als Erneuerbare auch ein Stück weit meiner Meinung nach den Kopf in den Sand. Ja, also das ist mit Sicherheit nicht so. Also wenn man Ihrem Beispiel folgen würde und sagen, wir in eine Photovoltaikanlage investiert, der muss zusätzlich auch noch ein Gaskraftwerk finanzieren. Ja, können Sie sich ausrechnen, wer das denn noch machen kann. Ne? Also Sie zeugen praktisch das Pferd dann alleine über die Photovoltaikanlage. Es gibt ganz viele Stromerzeugungsanlagen, die eben auch Geld verdienen. Man muss dafür sorgen, die Gaskraftanlage, die springt zu bestimmten Zeiten ein und verdient zu diesen Zeiten Geld. Und sie wird ja auch gebaut, weil sie dann auch Geld verdient. Wir haben jetzt eine radikale Veränderung der Märkte. Im Übrigen haben wir die generell, auch Frankreich hatte das gleiche Problem, ohne dass sie große Mengen erneuerbare Energien haben. Wir haben generell aktuell relativ viele Stromerzeugungsanlagen in Europa und dazu der Verbrauch ist nicht so hoch. Deswegen haben wir einen Preisverfall. Und die Probleme der Speicherung, die Probleme des Netzausbaus, die Probleme der Systemsicherheit, dass also das Stromnetz immer stabil ist, die Lösungen sind da, die können umgesetzt werden. Das ist also technisch, die Energiewende hinzubekommen, ist kein Problem. Dass die Strom, die erneuerbaren Energien gar nicht liefern, wie Sie sagen, Sie sehen, die Räder stehen ja oft still. Wenn es so wäre, ja gut, dann würden ja nur diese Stängel rumstehen. Aber man sieht ja am Börsenpreis, man sieht ja daran, dass in Deutschland inzwischen 25% des Stroms aus erneuerbaren Energien stammt, dass sie ja offensichtlich irgendwann mal laufen. Also von daher würde ich mal sagen, dieser subjektive Eindruck gibt ja nicht ganz die Realität wieder. Die Anlagen laufen und sie produzieren Strom und dadurch haben wir natürlich jetzt das Problem des Umbaus. Es ist halt so, wir haben ein konventionelles Energiesystem und wir haben ein erneuerbares Energiesystem, das wir erreichen wollen. Wir können jetzt nicht das eine abschalten und sagen, Deutschland ist eine Baustelle, für die nächsten 5 Jahre geschlossen, dann ist das andere fertig, sondern wir müssen es schaffen, zwei an sich wenig vereinbare Systeme, das eine hochzubauen, das andere abzubauen. Und in einer Zwischenphase gibt es Leistungen jetzt zum Beispiel, das können bestimmte Leistungen, die wir zur Stromerzeugung benötigen, nur aus konventionellen Energien stammen, nicht aus erneuerbaren Energien. Das ist auf der einen Seite auch gut, so weil diese konventionellen Energienanlagen auf diese Weise auch noch Geld verdienen, wobei sie auch noch benötigen. Und in Zukunft werden die erneuerbaren Energien alles machen müssen, einschließlich Speicher. Die Technik ist alles da. Wir brauchen nur einige Zeit, etwa 2 bis 3 Jahrzehnte, um diesen Umbau hinzukriegen. Also die Speicherfrage zum Beispiel, ich will da jetzt, das ist nochmal ein Thema, aber das Problem, das Thema ist wirklich gelöst und die Technik ist da, man kann es machen, es ist sicher, das ist nicht das Thema, um die man sich Sorgen macht. Im Gegenteil, also viele sagen, die Frage ist, wie viel Speicher haben wir benötigt, aber daran wird es nicht scheitern. Sehen Sie sind dazu. Ja, ich setze an, also nicht so, wenn ich selber jetzt was brauche, sondern was können wir Bürgerinnen und Bürger, welche Forderungen die da sind? Das ist ja eine Frage, wie komplex das Ganze ist. Ich habe mir schon mal notiert, eine Forderung könnte sein, dass die Türkosten der konventionellen Energieträger auch ausspielen, der dann die Bevölkerung nicht von das wäre eine überhaupt mit dem Marktdesign, wie das sein sollte, können Sie das nochmal zusammenfassen, was man leicht weitergeben kann, worauf sollten wir achten, was wir von den Mitgliedern einfordern. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist, dass ich mir wünschte, Sie haben da jetzt eine Studie berichtet, dass man die Kosten der einzelnen Anteile, wenn man so
interessiert auch so der ökologische Vergleich. Was ist wirklich, wenn man das Ganze, wenn man alles in eins sieht, den ganzen Weg, was ist die ökologischste Form, die wir so erzeugen, uns erzeugen, Martin? Ne? Ja, das ist so eine Energie, also wie weit wir noch auf Senkung der Energienutzung dann vielmehr in diesem Weg sind. Ja. Also zunächst, was kann man von Politikern fordern? Ich glaube, die für mich wichtigste Forderung ist, dass die Energiewende weitergeht. Wir haben eben über die Probleme gesprochen. Es gibt Probleme, das ist jetzt nicht einfach, das hat auch niemand behauptet. Ich glaube, dass sich alle Fachleute über die technische Machbarkeit einig sind. Es sind sich auch, soweit ich das sehe, alle über den ökonomischen Nutzen einig. Sich über den Zeithorizont, ab wann man mit erneuerbaren Energien praktisch auf der Plusseite ist gegenüber konventionellen. Da gibt es noch ein paar Unterschiede, aber dass wir, wenn wir im Jahr 2100, wenn wir jetzt umbauen, dass wir im Jahr 2100 viel Geld sparen werden, weil wir erneuerbare Energien machen, das wird auch kein E.ON-Manager bestreiten. Also, aber wichtig ist, Energiewende muss weitergehen. Wir wollen nicht, dass der Ausbau gestoppt wird. Wir wollen, dass die Probleme gelöst werden. Wir wollen, dass es so effizient wie möglich gemacht wird. Aber der Ausbau muss weitergehen. Und dann, viele andere Punkte, die gehen dann schon sehr schnell ins Detail. Da wäre ich im Moment vorsichtig. Da müsste man dann wieder diskutieren, was man da jetzt möchte. Also da geht es dann um so Fragen, wie sind der Technik, Wälzungsmechanismus, Marktdesign, das ist sehr komplex, das haben wir auch mitbekommen. Das sollen die Fachleute machen. Wichtig ist, Kohlekraftwerke abschalten, Atomkraftwerke abschalten, erneuerbare Energien dafür aufbauen. Das ist, was wir wollen. Und den Rest sollen die genannten Techniker lösen, das ist klar. Ich sage mal zusammengefasst, alles das fördern und unterstützen die beiden persönlichen Möglichkeiten, wo es Dezentralisierung und Dezentralisierung geht. Und alles, was die Zentralisierung, das heißt die Dokumentation und Festigung der sechs großen, sage ich mal jetzt für Deutschland, versuchen zu vermeiden. Das wäre also eine Möglichkeit, die ich also auch möglicherweise mit einem Kandidaten treten kann, der zur Wahl steht. So, ich mache hier eine Wortmeldung und dann die letzte, ich muss dann irgendwann für heute machen, aber es gibt ja noch mehrere Veranstaltungen zur Energie. Ich denke, die kriegen wir der Reihe. So, bitte Sie auch. Wenn ich jetzt die Vortrag höre, demotiviert mich das sehr als Bürgerin, wo ich überlege, was ich für Ersparnisse, die ich habe, zu investieren in erneuerbare, irgendwelche Anteilsgutscheine oder mich zu beteiligen an der Genossenschaft letztendlich, was ich eine total gute Idee finde. Aber wenn ich Ihren Vortrag höre, denke ich, oh Gott, das macht man lieber nicht, weil es ist so unsicher und eventuell habe ich in was investiert, wo nachher mein Geld weg ist. Einmal wegen diesen, wegen der Bekämpfung letzten Endes über unsere Volksvertreter, die gar nicht mehr das Volk vertreten, sondern die Interessen dieser Industrien, die das Monopol haben. Und auf der anderen Seite ist irgendwie auch noch der Crash vom Euro ist irgendwie auch noch da. Was Dunkles, was ich bedrohlich finde. Ja, ich hätte gerne Antwort von Ihnen. Ja, also, was ich Ihnen gesagt habe, also zunächst, die gesetzliche Basis ist, Stand heute, noch gut für erneuerbare Energien. Sie haben eben geschildert, wie das mit Ihrer PV-Anlage ist. Und ja, da bekommt man 57 Cent. Die Kilowattstunde, die sie produziert. Und das wird zwar weniger im Laufe der Jahre, aber sie sind sicher, das Geld, was sie investiert haben, das kriegen sie zurück. Die Frage ist, was ist ab August? Und der Vorschlag der Bundesregierung würde bedeuten, genau das, was Sie sagen, es ist unsicher, ob sie ihr Geld wiederbekommen. Das ist leider so. Wir hoffen, also wir weisen auch deswegen darauf, so deutlich darauf hin, weil viele Leute ja denken, Energiewende, na, das ist ja beschlossen, das läuft jetzt irgendwo. Ne? Und man es leider nicht mitbekommt, dass über das Kleingedruckte das wieder ausgegrenzt wird. Die
Ich hatte das schon erwähnt, Banken geben keine Kredite mehr. Es wird viele Prospekte werden wieder angesammelt oder sind auf Stopp geschaltet, dass man eben jetzt nichts herausgibt, denn man kann Anlagen, die vor dem bis 31. Juni, wer da fertig wird, ist auf der guten Seite. Wer weiß, was er im Wesentlichen, wie seine Wirtschaftlichkeit ist, danach wird es schwierig. Und es sei denn, die Bundesregierung setzt sich so nicht ganz durch. Sie muss ja einen Kompromiss mit der SPD finden. Und wir bearbeiten die natürlich, und das können Sie gerne auch machen, wo immer es Ihnen möglich ist, zu sagen, wenn ihr das so durchsetzt, so macht, wie Altmaier und Brüssel vorschlagen, dann ist die Energiewende schon wieder weg, zu Ende, kaum dass sie begonnen hat. Denn, und das ist zum Beispiel in Spanien, wir hatten da einen Boom des Ausbaus, das ist von, praktisch von heute auf morgen beendet worden. Ja, ein Boom ist ein Boom, was gut ist. Ich weiß nicht, ein Boom ist was gut. Wenn Sie, also es ist natürlich die Frage, wenn man sagt, Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke, eigentlich ist das gar nicht so schlimm. Dann kann man natürlich sagen, ja okay, dann müsste ich nicht die Alternative aufbauen. Aber wenn ich sage, die Kosten dieser konventionellen Stromerzeugung sind so hoch, dass ich erneuerbare, saubere Kraftwerke hochbauen muss, und um die anderen zu ersetzen, jawohl, dann muss ich erstmal investieren. Und das ist, wenn man so will, ein Boom zu den Kraftwerken gebaut, um andere abschalten zu können. Das geht halt nicht anders. Und wieso ist das in Spanien völlig ausgebremst worden? Weil man die Förderung so ähnlich wie hier an einigen Stellen verändert hat, und dann war von heute auf morgen Schluss. Und diese Förderung, diese Bremsung der Förderung, sprich von Bleibedruck, ist ja eigentlich irgendwas nicht so typisches, wie man sich nur vorstellen kann. Es wird also Unsicherheit erzeugt. Die Unsicherheit ist das, was den einzelnen Menschen eigentlich am meisten wehtut. Ja, das ist also eigentlich das Fiese an dieser Künstlerei. Wenn da ein kleines Dinge stehen, die ja gar nicht offensichtlich, die auch mit Zahlen sicher sehr schwer bewegen kann oder auf sehr komplexen Rechnungen, aber so Unsicherheit erzeugt. Und Unsicherheit heißt dann immer, ach, dann lasse ich lieber alles reinhalten. Genau das, was eigentlich kommen möchte. So eine Wortmeldung noch dahinter hin, und dann müssen wir leider auch für heute hier, aber ich denke, es gibt noch eine Veranstaltung, die das möchte. Ich bin Katrin Barsch und würde gerne wissen, ob Greenpeace oder Greenpeace Energy eine Vorstellung hat davon, wie sie vielleicht die Bürger auf eine positive Art und Weise beteiligen können an der Energiewende. Also ob man zum Beispiel Leute dafür belohnen kann, dass sie Strom und Energie sparen und dass sie zum Beispiel zu einem Ökostromanbieter wechseln. Ich will gerne noch ein bisschen ausführen, warum ich das für so wichtig halte. Es gibt bislang so wenig Möglichkeiten, die Leute dafür zu belohnen, dass sie was Richtiges tun und die Energiewende wirklich auch zur Basis hinzubringen, zu den Bürgern. Als Journalistin habe ich einen ziemlich guten Kontakt zur Basis und weiß, dass das ein riesengroßes Problem ist für ganz große Teile der Bevölkerung. Sie können nämlich wirklich die Strompreise nicht mehr bezahlen. Sie müssen sich mal vorstellen, dass wir in Deutschland eine Situation haben, 800.000 Haushalte pro Jahr kriegen eine Stromsperre, weil sie die Rechnung nicht mehr bezahlen können. In einer Großstadt wie Hamburg sind das 10.000 Haushalte, die eine Stromsperre bekommen von Vattenfall, weil sie die Rechnung nicht bezahlt haben. Und ich bin als Journalistin losgegangen und habe versucht, jetzt Leute dazu zu bewegen, mit diesem Thema ins Fernsehen zu gehen, weil das ist ja wirklich eine furchtbare Situation, wenn ich mir vorstelle, ich habe keinen Strom mehr zu Hause. Und es ist mir nicht gelungen, Leute vor die Kamera zu kriegen, weil die sich in Grund und Boden schämen. Das ist wirklich so, dass die Leute, die geben das nicht zu, dass sie wirklich, dass sie nicht mehr bezahlen können und dass auch die steigenden Energiepreise ein Riesenproblem sind für sie. Was für eine Antwort hat Greenpeace auf diese zunehmenden Probleme und eben auch darauf, dass jetzt insgesamt der finanzielle Druck für die schwächeren Bevölkerungsgruppen wirklich erheblich zunimmt? Also zunächst Beteiligungsmöglichkeiten. Wir machen ein abgestuftes Angebot. Mhm. Man kann zu Ökostrom wechseln. Ökostrom ist etwas teurer als eine normale Stromversorgung, jedenfalls dann, wenn ihr auch einen tatsächlichen Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien leistet. Aber es ist
immer gleichweise ein kleiner Beitrag, mit dem man einen großen Effekt erzielen kann in Richtung Energiewende. Dann haben wir, bieten wir die Möglichkeit zum ökologischen Investment. Man kann Genossenschaftsmitglied werden, um zu sagen, ich will praktisch das andere Unternehmen in den Markt reinkommen. Das sind die Beteiligungsmöglichkeiten. Andere Ökostromanbieter haben auch alle Beteiligungsmöglichkeiten. Es gibt Bürgerenergieparks und. So kann man sich beteiligen. Was jetzt die Strompreise angeht, jawohl, Strompreise sind hoch. Sie sind, und da hilft es auch nicht, wenn man darauf hinweist, dass von allen Energiepreisen die Strompreise die geringste Preiserhöhung haben. Also Mobilitätskosten, Heizungskosten sind noch viel teurer geworden. In Klammern da, wo nicht erneuerbare eine Rolle spielen. Also es ist nicht so, dass die Erneuerbaren das teuer machen. Das ist ja mal wurscht. Das ist zu bezahlen und am Ende addiert sich alles aufeinander. Und wenn sie also eine Stromrechnung nicht bezahlen kann, dem hilft es auch nicht, wenn man darauf hinweist, dass der Liter Sprit an der Tankstelle auch ganz teuer ist. Das ist ein Problem. Ich sehe nicht die Möglichkeit, dass Greenpeace Energy dieses Problem lösen kann und fände es auch nicht richtig, weil zum einen, also Greenpeace Energy ist ein Unternehmen, die arbeiten nicht profitmaximierend. Das bedeutet aber auch, dass wir nicht so viel von unseren Kunden einsammeln, um anderen was abzugeben. So nach dem Motto, wir machen es für einige günstiger. Wir haben 2012, haben wir unterm Strich, ich glaube, 400.000 Euro minus gemacht. Dieses Jahr machen wir hoffentlich 200.000 Euro plus oder so. Wir verdienen pro Stromkunden keine 3 Euro im Jahr. Und ich glaube, das ist ein soziales Problem und genauso wenig wie Sie zur Bäckerei gehen und sagen, ich kann mir das Brot nicht mehr leisten, verkauf du mir das Brot billiger und dann gehen Sie zum Schuster und so weiter, dass Sie überall Ihre Armut nachweisen müssen, auch beim Stromerzeuger, ist es viel besser, dass die Grundsicherung so ausgestattet ist, da gibt es einen Betrag für Energie, der muss so hoch sein, dass das Problem der Energiearmut auf diese Weise gelöst wird. Nicht, dass man praktisch jemand, der es sich nicht leisten kann, überall hingehen muss, seine Bedürftigkeit nachweisen. Also in Hamburg ist es im Moment noch so, dass die Hartz-IV-Empfänger, dass die jetzt ihre Stromkosten aus ihrem Hartz-IV-Satz bezahlen müssen. Ich denke, ja, oder was Sie mir von ist was anderes da. Preis nicht drin für ja. Strom. Ich würde mir von Greenpeace außerdem wünschen, dass ein Gegenvorschlag kommt zur Strompreisbremse. Also man muss natürlich schon sagen, dass die Strompreisbremse möglicherweise eine Energiewendebremse werden könnte. Aber ich denke, es bräuchte auch einen konstruktiven Gegenvorschlag. Ich mache mal ein, das muss nicht der Weisheit letzter Schluss sein, aber es wäre zum Beispiel sinnvoll, wenn man fordern würde, dass zum Beispiel die ersten 1000 Kilowattstunden, die jetzt jemand verbraucht, dass die besonders preisgünstig sind. Und dass es erst teurer wird, je mehr ich verbrauche. Weil das natürlich auch ein Anreiz ist, für die ganz normalen Leute zu sparen. Also, Greenpeace hat einen Vorschlag gemacht, der zielt auf etwas anderes ab. Nämlich, das Problem ist ja weniger die Höhe der Umlage, sondern dass es immer weniger Schultern tragen. Es ist ja inzwischen 20% oder 25% des Stromverbrauchs ist von den Kosten befreit. Dadurch wird es für die anderen umso teurer. Wenn also, und das hat die Bundesregierung in den letzten 2 Jahren, das waren einige wenige Prozent, hat das inflationär hochgefahren. Und logischerweise, die Kosten bleiben gleich und der Teiler, also diejenigen, die das zahlen, werden weniger, sprich die normalen Leute müssen zahlen, der Golfplatz und alle möglichen Leute haben Befreiungsbestände bekommen. Das macht es teuer. Wenn man das zurückfährt, wird es wieder deutlich günstiger. Was Sie vorschlagen, also ein Teil des Stroms kostenlos oder günstiger abzugeben, das hat soziale Vorteile und ökologische Nachteile. Das muss man sich überlegen, wenn Sie Effizienz wollen, aber gleichzeitig 1000 Kilowattstunden freigeben. Wieso? Viele haben zum Beispiel nur 1500 Kilowattstunden Verbrauch. Oder wer allein steht, ist, kommt vielleicht auch nur auf 1000. Man kann das unterschiedlich rechnen, aber unterm Strich lohnt es sich,
weniger, als es heute sich schon lohnt, Energie und Strom zu sparen. Ob das das richtige Signal ist, weiß ich nicht. Also ich finde es eigentlich, ich persönlich finde es besser, dass Strom so viel kostet, wie er auch an ökologischen Kosten verursacht, und dass diejenigen, die bedürftig sind, entsprechende Vergütungen bekommen. Zum Beispiel in den Hartz-IV-Sätzen, die tatsächlich im Stromkosten auch berücksichtigt sind. Das finde ich besser, als zu sagen, jetzt ist der Strom billig, denn das ist eine Einladung zur Verschwendung. So, ich muss jetzt an der Stelle, ich weiß nicht, das Zeitbudget abbrechen, aber ich lasse mich ja noch Veranstaltungen vorbei. Und dann finden wir an den Veranstaltungen ab. Die fallen da nicht aus. Heute findet hier im Fahrtblick für Kritik um 18.30 Uhr ein Vernetzungstreffen statt, statt der Podiumsdiskussion. Und Ben Felix Meyer tritt halt dementsprechend auch nicht in der Handballhalle auf, sondern in der Galerie. Und morgen findet der fällt der Vortrag von Felix Köln um 10 Uhr aus und die Podiumsdiskussion um 18.30 Uhr findet auch hier in der Rundfahrtlichen Kritik statt. Ja, hallo hier. Und ich sage erstmal Tschüss hier vom Screenbeam for Global Change. Super bei Castor TV. Es geht weiter in wenigen Minuten schon mit einer kleinen Infoveranstaltung über IRON. Ich erwarte euch dann bis gleich, bis später, so circa 10 Minuten, schätze ich. Danke, tschüss. Sag mal,